Ja, Leute, was geht? Es geht weiter im Let's Play Lost Judgment mit mir, den Pirates. Wir machen weiter. Wir sind immer noch hier unterwegs, hier im Boxclub. Genau, wir haben das hier so gut wie freigeschaltet. Ich weiß gar nicht, wo jetzt 87%? Oh, krass, dann können wir es heute sogar durchkriegen. Boxclub, 87% schon? Krass. Ja gut, ja, ich glaube, wir haben auch nicht mehr so viele Kämpfe. Ich glaube, wir müssen nach Amasawa. Ich muss aber selber gucken, weil ich jetzt nicht ganz genau weiß, bevor ich da jetzt irgendwo hinlaufe. Wir müssen auf jeden Fall... Triff dich mit Amasawa, genau. Fotoclub. Ah, der letzte Club ist der Fotoclub. Ah, okay, da haben wir das. Okay, triff dich mit Amasawa. Ja, machen wir das. Wo sind die? Wo sind die? Wo ist die Amasawa denn? Können wir nach dem... Wir können ja auch sagen, nach dem Botstop machen wir den Fotoclub. Und dann machen wir den Motorradclub. Dann hätten wir so ein bisschen... Action, ruhig Action. Also ich weiß nicht, ob der Fotoclub actionreich ist. Ich habe keine Ahnung. Weiß ja nicht, wie es gemacht ist. Jetzt geht's. Sehr schön. Wir haben eben den Timer nicht angezeigt. Das ist natürlich immer ganz doof, wenn ich wissen muss. Entschuldigung. Na, was ist denn? Oh, ist fett? Komm her. Ja, sehr gut. Das ist. Really, guys? Really, guys? Ja, ich bin mal gespannt, wie jetzt der Boss hier mal ausgeht. Mal gucken, ob wir den heute fertig kriegen. Dann würden wir jedenfalls raus, wenn der Racheboxer ist. Ah, da fehlt ja immer noch ein bisschen, aber noch Motorradclub. Dann haben wir den Fotoclub und dann müssen wir den ganzen Quatsch noch auflösen. Aber ich würde sagen, wenn ihr ehrlich, wenn das ja weg ist, der Schülerklasse, ne? Dann so. Wir haben aber auch schon echt was erreicht, ne? Wenn der Schülerklub nachher, naja, fertig ist. Dann haben wir noch ein bisschen die Mission, weil wir haben ja nicht mehr viel dann. Nee, warte mal. Taunogo, ja, 35 von 42. Da haben wir hier 3, sind also, hätten wir die jetzt fertig? 38, da fehlt auch immer noch viel. Also so viel ist es nicht. Also es hält sich in Grenzen, ne? Und einen davon die Date-Dinger und das andere ist keine lange Quest. Also noch eine wirklich lange Quest, glaube ich, mit diesen Spielerei da. Ein Glücksspiel. Jo. Amasawa. Also, da wäre ich. Kagami-san. Kagami-san, bitte setzen Sie sich. Mal sehen, was Amasawa mich hat. Das nächste Ziel. Wie wir bereits besprochen haben, haben abgesehen von zwei Opfern alle beim Genbukai gegen Ushikiri verloren. Ein früherer Gegner ist hier noch übrig. Wir wissen also, wer wahrscheinlich sein nächstes Ziel ist. Wer? Ein Boxweltmeister, der Zed Osaka lebt. Seriously? Wow, ein Weltmeister? Sogar die treten beim Genbukai an? Yes. Ich vermute, er wurde bisher noch nicht eingegriffen, weil er so weit weg wohnt. Aber ich habe gehört, dass er bald für einen Fernsehauftritt nach Yujinshu kommt. Dann hoffst du, dass wir den Racheboxer finden, der mit diesem Kerl beschatten? Yes. Ja, den sollten wir jetzt ausfinden, machen, bevor der Racheboxer ist. Vermutlich nimmt er sich in einem der schicken Hotels in Yujinshu ein Zimmer. Doch die Angestellten würden uns nie verraten, ob er sich tatsächlich dort aufhält. Dann sollten wir ein Gerücht in die Welt setzen. Hm? Wie meinst du das? Wenn wir das wahre Ziel des Racheboxers nicht finden können, müssen wir ein anderes erfinden, damit er es überfällt. I see. Oh, raffiniert. Und wie wollt ihr dieses Gerücht verbreiten? Well. Kento ist auf Shatter ziemlich beliebt. Deshalb wird er das für uns verbreiten. Yeah. Ja. Ich habe etwa 40.000 Follower. Wow, das ist irre. Das Gerücht wird also weit gestreut sein. Das sollte funktionieren. Mit diesem Plan ist Kento sogar doppelt nützlich. Er dient ebenfalls unter Köder. Okay. No way. Oh. Willst du etwa, dass sie sich Kento-kun als das Ziel ausgibt? Yes. Ja. Die beiden sind gleich auch gebaut und weisen auch ähnliche Gesichtszüge auf. Kento kann zur besseren Tarnung zu dem Sonnenbruder eine Maske tragen, wenn Jock durch die Gegend, die online erwähnt wird. Wenn sie den Roboter an einen abgelegenen Ort locken können, wird der Kento sich attackieren. Hold on. Wow, ist das nicht gefährlich für Kento-kun? Vielleicht sollte ich lieber ich den Köder spielen.
Ich komme schon klar. Der Roboter kämpft schon mit den Fäusten, richtig? Ich kann mich zur Wehr setzen, zumindest bis du mir den Rücken stellst. Ja, du hast den schwarzen Gürtel. Das bringe ich ungern Teenager in Gefahr. Yagami-san. Ich komme schon klar. Außerdem will ich unbedingt Kenyas Namen hereinwaschen. Diesmal drängt mein Winchester als Benie dazu. Ich selbst habe ihn gebeten. Okay, wenn das so ist, sei bitte nicht gleichzeitig da draußen, verstanden? Schon klar. Yagami-san, sei eine Sache beunruhigt mich doch. Ja, ob das so gut geht, da einfach ihn, weil, naja, er hat bis jetzt immer Fäuste benutzt, wenn ich das auf einmal in den Messer nutzt. Weiß ja nicht. Die beiden auf als Wachroboters, die keine Gegner von Ishikiri bei Genbukai waren. Ich wünschte, ich wüsste, warum er die eingegriffen hat. Ja, das wundert mich ebenfalls. Wenn Ishikiri kommt, welcher Racheboxer ist, warum würde er dann Leute attackieren, die nichts mit dem Genbukai am Hut haben? Warte mal, geschah der Vorfall, als Kenya bei der Arbeit war? Das ist ein solides Alibi. Er kann also unmöglich der Roboter sein, oder? Endo? Hat der ein bisschen dir vor der Haltung davon erzählt? Wie? Könnte sein. Weiß ich nicht mehr so genau. Nope. Weiß genau, dass ich das nie erwähnt habe. Oder hat es ihm auch nicht gesagt? No. Ganz sicher nicht. Crap. Naja. Ich schätze, Kento. Was hast du getan? Du warst das, nicht wahr? Du stehst in diesen beiden anderen Angriffen. Ha? Wie? Verdammt. Ihr habt mich erwischt. Aber er ist ganz sicher unschuldig. Er brauchte meine Hilfe. What was that? Ernsthaft? Ich wusste doch, dass was nicht stimmt. Kento-kun, warum würdest du so weit gehen? Dass du jetzt schon ein Freund ist. Yagami-san, ich sollte Ihnen von Kenya erzählen. Als ich im Karate-Club noch eine Rotznase im ersten Jahr war, da kam er mir zur Hilfe. Wie meinst du das? Ich war damals ein ziemlicher Dickkopf. Darum hatten mich die Senpais immer auf dem Kicker. Aber wollten sie auf mich los. Aber Kenya! Gerade dazwischen hat sie davon gejagt. Er nahm es mit all meinen schweren Senpais auf. Ganz allein. Wow. Das hat Ushikiri getan? Ja. Seit damals wollte ich unbedingt Karate lernen. Um so stark zu werden wie Kenya. Er gab mir sogar Einzeltraining. Doch er wird immer falsch verstanden. Auch dieses Mal und darum... Hey. Kento-kun, selbst wenn das stimmt, darfst du niemals irgendwelche Bürger attackieren. Dann hätte ich verhaften können, weißt du? What? Irgendwelche? Das war Abschauen. Der Frauen schlägt. Außerdem hätte ich fast verloren, also bin ich weggerannt. Sorry. Aber es tut mir leid. Wirklich, ich werde es nicht wieder tun. Ich schwöre. Wenn du kennst, nachher ordentlich Leviten lesen. Ja, bitte mach das. Yagami-san. Und es bleibt noch etwas Zeit, wo wir einen Plan in Taten setzen können. Ich sag ihnen dann Bescheid. Gotcha. Okay, klingt gut. Scheiße. Bereite dich auf den Rückkampf von Ishiki. Achso, das ist noch das. Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir jetzt erstmal den Rückkampf. Ich würde sagen, wir werden jetzt nicht die nächste Ding schon starten, weil wir machen dann ja eh erst was anderes. Machen wir erstmal bei dem Boxclub. Dann ja. Aber ist er das jetzt war? Das heißt, er. Na. Da geht's raus. Na. Ja. Oh ne. Tschüss. Gar keine Lust. Oh nein! Oh du. Ja, Glück gehabt. Ja, der greift mich jetzt auch an. Weil das Problem ist, wenn ich auf dem Skateboard bin, greifen die mich nicht mehr an. Darum mache ich immer diese rasanten Fahrten. Weil das ist sicher. Das ist ganz witzig. Ich glaube, es war das erste Mal, dass man überhaupt ein Vorbewegungsmittel hat bei einer Art Yakuza-Games, ne?
Ich meine, im neuen, falls ihr den neuen Trailer gesehen habt, sagt ihr Pizza 8. Da ist man sogar in Hawaii. Da bin ich dann sehr gespannt, wie die dann Hawaii einbauen. Yagami! Yagami, das hier ist der nächste Gegner für Kenya Kontertraining. Ja, fürs Kenya Kontertraining. Wie geht es, Yagami-san? Ja. Du bist der nächste? Hab ich dich nicht schon besiegt? No. Der Sakuma aus jenem Kampf hat er. Was? Der Sakuma aus jenem Kampf hat er eine komplette Liga gespielt. Vor dir steht jetzt ein Schwergewichtler. Er ist wahrscheinlich kurz vor einem Kampf. Der muss sich abnehmen. Aber jetzt kann ich voll zulangen, verstehst du? Du wirst schon bald wissen, wie sich der Start eines Schwergewichts anfühlt. Sakuma hat eh schon eine sehr hohe Reichweite. Und jetzt kommt auch noch ein Hammer-Schlag dazu. Schon ein einziger Treffer kann ich schon. Verstehe. Klingt nach einer guten Idee. Ja, mir darf Bescheid, wenn es losgehen kann. Und du aufhörst zu quatschen. Okay, haben wir noch drei, aber gut, dann noch zwei, ja, haben wir immer viel. Besiege Schwergewicht Sakuma in einem Kampf. Ja, gut. Oh, du bist ja richtig viel und schwer. Ach du Elend. Wahrhaft teuflischer Ritter. Da war gute Schläge dabei. Hallo! Können wir gar nicht. Wo ist der? Hör mal ab mit der Zeit, du Kacke. Was ist denn das für eine Zeitlupe? Hä? Lol. Ah, da muss ich zurückspringen. Achso. Ja. Die noch kriegt. Wollen wir es nochmal machen? Komm, machen wir es nochmal. Ich weiß jetzt mal nochmal. Das ist ein blöder Start. Hier die Zeit über total verwirrt. Let's play by you. Machen wir es nochmal. Ja, ich hätte noch gewinnen können. Also, man hat ja drei Runden, der Ding auf seinem Plan. Aber ich habe ein wenig Energie. Dann würde ich sagen, machen wir es nochmal ganz in Ruhe nochmal. Und das ist uns die Zeit. Ja, klar. Jetzt war da keine Zeit, du bist. Hallo! Hä? Ich war doch bei dir! Ja, das hab ich gar nicht getroffen, aber nicht einmal getroffen. Alter. Alter. Ja, okay, ich hätte. Hä? Da war ein guter. Hä? Ey, das ist so bescheuert, dann dreht er sich so ganz komisch auf einmal. Ja, es ist total gekloppt. Weil du gar keine richtige Animation, Alter. Jetzt dreht er, komm mal, guck dir an. Jetzt dreht er sich richtig. Na, ich treffe nicht, warum auch immer. Ja, genau. Ja, warum habe ich den jetzt nicht getroffen? What the hell? Ja. Er trifft nicht. Hä? Warum trifft er? Warum haut er denn hier? Ich hab ihn jetzt verarscht, oder? Ja, oh, daneben. Warum? Jetzt treffe ich. Jetzt. Jetzt treffe ich.
Alter Schwede, ey, wie, wie. Mach doch mal Fuß, mach doch Fuß, mach doch Fuß. Ja. Ja. Scheiße. Okay. Ey, war mal ja eher so gut. Wenn du was, wenn du schon vorher zusehen musst, ist dieser kann. Wenn du vorher schon zusehen musstest, dass er kein Treffer landet, dann kannst du dir ausrechnen, wie es aussieht, nachdem er. Ja, willst du jetzt eine lange Gerade? Ich kann keinen. Ich kenne keinen, der seinen Schlag einfach richtig. Aber diese lange Gerade, die Chance, du brauchst. Du tauschst unter einer von denen durch und bist in der gleichen Position. Okay, ich muss unter einen langen Geraden. Ach, du Kocko. Deswegen kann ich nicht. Also. Ja. Wie er dich rausdrehen kann, wie macht denn das? Kann er irgendwie auf oder kann er das? Ja, super da. Ja. Ich treffe auch. Bist du nicht dran? Oh, 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 oh. Ich krieg. Ja, war, nein, 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 ich bin. Oh nein, das Netz war. Oh. Scheiße, hab ich. Hallo, hallo, geh raus! Ja! Ich komm nicht raus. Kann nichts machen. Jupp. Okay. Ja, jetzt kannst du alles blocken. Ja, ich krieg ihn nicht. Ja, du Kacke, ich krieg ihn nur noch fast. Ja, krieg ihn. Hallo, ich bin noch weg. Weg, weg, weg. Okay, ich verstehe, aber irgendwie nicht. Da verstehe ich ein Spiel überhaupt nicht. Hau ihn, hau ihn doch weg! Nein! Ich kriege ihn nicht. Ja. Oh mein Gott. Alter, ich habe ihn aber nur einmal. Alter, ich habe einmal hinbekommen. Noch nicht gerade einfacher. Ach du Scheiße. Ah, okay, nur eine Runde. Oh Gott sei Dank. Ich hab gar nicht hier nochmal auf. Alter. Ey, keine Ahnung, warum ich lief. Ich hab aber Willi Scheiße getroffen. Ich weiß gar nicht mal warum. Das ist so Millimeterarbeit. Nicht mal Schwergewichtler. Schwergewichtler. Habe ich eine Chance gegen dich? Ah, vielen Dank, Sakuma. Es war ein toller Kampf. Yagami-san. Du willst Kenyakun besiegen, oder? Okay. Ach Gott, zeig mir, wie man richtig boxt. Ja, okay, geht klar. So. Die Gänse. Kein Provozieren da jetzt. Okay, habe ich nochmal alle gekauft. Geil.
Na gut, Leute. Achso, nee, wollte ich ja gar nicht. Scheiße, wollte ich ja gar nicht. Ich wollte eh gleich einen Cut setzen, weil das ganz gut passt. Achso, sind wir ja fertig. Okay, also bin ich ja vorne fertig. Gut, Leute, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal geht's weiter. Dann geht's noch ein bisschen. Ich bin gespannt, wer da geht. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit mir am Start. Wir sehen uns bis dann, euer Pirates. Haut rein. Ich hoffe, dass die Kämpfe jetzt noch viel schwerer werden. Dann bin ich echt am Ende. Mal gucken. Bis dann, haut rein. Tschüssi, bis dann. Ciao.